Gut, dass du kommst. Ich habe gehört, du hättest hier was gestohlen. Sowas kannst du hier nicht bringen. Ona besteht in solchen Fällen darauf, dass ich die Täter zur Rechenschaft ziehe. Das bedeutet, du zahlst und er steckt sich die Kohle ein. Aber damit hat sich die Sache dann auch. Wie viel? 50 Goldstücke. Das ist ja billig. Ich habe nicht genug Gold. Dann sieh zu, dass du dir es so schnell wie möglich beschaffst. Aber denk bloß nicht daran, es dir hier auf dem Hof zusammenzuklauen. Wenn du erwischt wirst, wird die Sache nur noch schlimmer für dich. Okay, interessant. Finger weg da! Vergreif dich nie! Hätte ja klappen können. Ach nee, herrlich. Wie sagen, gehen wir ins Bett. Meine Meinung will ja keiner hören. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ich habe so einiges gehört. Hey, du. Was gibt's Neues? Es heißt, es würde sich eine Armee im Minental sammeln. Bald werden sie hier sein. Okay, interessant. Wer bist du? Ich bin Maria, die Frau von Ona. Was willst du hier? Ich wollte mich hier mal umsehen. Seit die ganzen Kerle auf dem Hof sind, hat man hier im Haus keine Ruhe mehr. Dauernd kommt einer reingestiefelt. Stören dich die Söldner? Naja, seit die Söldner hier sind, ist der Hof viel sicherer geworden. Damals, als wir noch auf uns allein gestellt waren, kamen regelmäßig die Milizen aus der Stadt und haben uns ausgeplündert. Ein Großteil der Ernte haben sie weggeschleppt und auch einige Schafe haben sie mitgenommen. Getan haben sie dafür nichts. Ein paar von den Mistkerlen haben uns sogar bestohlen. Nimm mir das jetzt nicht übel, Soldat. Ich weiß, ihr seid nicht alle so. Was wurde dir gestohlen? Vor allem Gold und Silber. Sie haben sogar mein Hochzeitsgeschenk gestohlen. Einen goldenen Teller. Den habe ich. Erzähl mir über Ona. Er ist ein guter Mann. Etwas brummig und sehr ungeduldig. Aber jeder hat seine Fehler. Ich habe meinem Mann gesagt, warum lässt du dich von den Soldaten aus der Stadt so unterbuttern? Tu was, habe ich gesagt. Daraufhin hat er die Söldner angeheuert. Jetzt komme ich mir hier vor wie im Krieg. Aber schließlich ist ja auch Krieg, nicht? So ein bisschen, ne? Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Paladine sind hier in der Nähe vorbeigezogen. Wir dachten erst, sie wollen den Hof angreifen, aber sie sind ins Minental gewandert. Ich habe hier einen goldenen Teller. Ist das deiner? Ja, das ist er. Tausend Dank. Wie sieht's mit meiner Belohnung aus? Hier, nimm. Du hast es verdient. Naja. Der ist so ein bisschen. Ah, das ist ja ohne. Ich werde springen lassen können. Verdammt, was ist los? Wer hat dich denn hier reingelassen? Was machst du hier auf meinem Hof? Alles klar hier auf dem Hof? Für die Truppen des Königs gibt es hier keine Gastfreundschaft. Ich will für dich arbeiten. Ich brauche zurzeit keine Knechte. Und um alles andere kümmern sich meine Leute. Hier im Haus hast du nichts zu suchen, also mach, dass du rauskommst. Ich will hier als Söldner arbeiten. Du? Als Söldner? Dass ich nicht lache. Wenn du als Söldner was taugen würdest, hätte Lee mir schon was von dir erzählt. Jetzt mach endlich, dass du hier rauskommst. Ich habe gehört, du lehnst dich gegen die Stadt auf. Jetzt hör mal gut zu. Ich habe diesen Hof und das Land von meinem Vater geerbt. Und der hat ihn von seinem Vater geerbt. Ich werde nicht zulassen, dass dieser gierige Schwachkopf von König sich das alles unter den Nagel reißt, nur um seine nutzlosen Armeen durchzufüttern. Der Krieg mit den Orks dauert jetzt schon ewig. Und wo stehen wir? Am Rande einer Niederlage.
Nein, da verteidige ich meinen Hof lieber selbst. Für das Geld, was ich spare, kann ich mir meine eigene Armee leisten. Wegen Bulko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Was erzählst du da? Wer ist Bulko? Einer der Söldner. Was interessiert mich das? Wenn er sich an meinen Schafen vergriffen hat, wird er sich vor Lee verantworten müssen. Was belästigst du mich überhaupt mit solchen Kleinigkeiten? Ich will ein Schaf kaufen. Was willst du dann hier? Siehst du hier irgendwelche Schafe? Ich... Wenn du ein Schaf kaufen willst, dann geh auf die Weide. Die ist rechts neben meinem Haus. Pepe soll dir eins verkaufen. Das sind ja seine Schafe. Kann der Pepe darüber bestimmen? Können wir das denn mit dem Bulko dem jetzt eigentlich auch noch sagen hier? Wegen Bulko hat Ona jetzt ein paar Schafe weniger. Ach, lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Ich hab so schon genug Ärger. Das interessiert einfach keinen, ey. Meine Güte. Das sind wir hier, Leute. Gucken, was der Ona dazu sagt. Das wäre Lee, kümmert sich nicht. Ja, interessiert die alle also gar nicht. Was ist deine Aufgabe? Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Und das würde ich an seiner Stelle auch. Die meisten der Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. Eine Menge Krempel gibt es hier. Das ist richtig und das meiste davon ist auch extrem wertvoll. Ona sammelt wertvolle Gegenstände. Ein einfacher Mann wie ich kann sich solchen Luxus kaum leisten. Ich halte mich an andere Dinge. Nämlich? Ich sammle alte Münzen. Ich habe hier eine alte Münze. Zeig mal her. Oh ja, die bringt auf dem freien Markt nichts mehr ein. Ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Genauso viel, wie sie einmal wert war. Ein bisschen wenig. Wie wär's mit zwei? Nix da. Ich bin doch nicht bescheuert. Verschwinde. Ich habe hier eine alte Münze. Du Hund weißt, was ich dafür zu zahlen bereit bin. Eine Goldmünze, nicht mehr. Abgemacht. Gut. Wenn du noch mehr davon hast, weißt du ja, wo du mich findest. Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher. Hast du noch welche? Ein paar. Danke, hier ist dein Geld. Bring mir alle, die du finden kannst. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Einige, und ich habe sie alle erwischt. Okay, das ist einfach nur Bauer. Tja, scheint ansonsten nicht mehr irgendwie groß spannend. Ich hab da meine was hier zu sein. Meinst du, mir geht es besser? Ich hätte gedacht, ich könnte ja noch stärker werden. Ich kann das nicht glauben. Ich werde mich da nicht einmischen. Aber dem ist nicht so. Würde sagen, versuche ich es mit Dexter jetzt. Da gibt es dann auf jeden Fall einiges hier zu holen. Und ich meine, das war gar nicht so schlecht, das letzte Mal gegen ihn gekämpft habe. Ups. Hier runtergerutscht. Aber sicher weiß ich es nicht. Wir werden sehen. Also wenn wir die alle oder Greg die alle killt, dann kriegen wir auf jeden Fall noch eine Menge Zeug, was verkaufen können.
Du hast es nicht anders gewollt. Ja, du hast es nicht aus. Geschafft. Anderen. Hallo? Einer reicht nur. Ja, nicht gegen Reck. Ey, was soll denn das? Stirb, Mistkerl! Ja, ist klar, ey. Meine Güte. Wollte ich doch nicht killen. Wollte den Banditen schlagen. So, jetzt bin ich ja hier unten. Ah, Mann. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Was wir da alles jetzt eigentlich vom Dexter da bekommen, ist ja so ein, scheint ja so ein Zettel, so ein Schreiben zu sein. Vielleicht kommen wir damit auch mit der Quest an und für sich mal weiter dann, nämlich. Soll ich dann sagen, ey, hier, so sieht's aus. Du hast es. Das ist ein Dietrich, Ruhe, Schlüssel. Befehle. Guck mal, wenn wir noch einen Banditen. Das war's für dich, kriegen. Penner. Nicht gegen den Greg. So, Dexter ist wohl erledigt, was? Sieht so aus, als sei er tot. Das wurde aber auch Zeit. Sieh mal nach, was er bei sich hat. Hey, das ist ja schon mal gut. Die hängen so ein bisschen feste und kriegen dann auch Erfahrungspunkte. Gut, dass ich gespeichert habe. Sehr gut, dass ich gespeichert habe. Ich habe schon mit gerechnet, dass das nicht mit dem jetzt so easy geht. So. Nochmal speichern. Da haben wir nochmal ein paar Erfahrungspunkte jetzt hier bekommen. Auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Und wir haben das jetzt hier weiter geschafft. Ja, Mann, ey, was ist das für einer, ey? Ich hätte gedacht, ich krieg den jetzt. Also nur muss ich mich halt ein bisschen heilen, aber. Na, komm an!
Was soll denn das? Der war fast tot. Meine Güte, ey. Warum kritisiere ich den nicht mal? Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Ich mache einfach keinen richtigen Schaden an dem. Und der piekst mich zweimal und ich bin tot. Kriege ich so viel hier? So unfair. Muss man jetzt von dem schwer gebratenen Fleisch hier essen. Noch Lebensenergie. Das denke ich mal schaffbar. Jetzt aber mit vollem Leben, ey. Aber ich denke mal, wir müssen gekrittet. Weil der krittet mich auch einfach weg. Oder auch nicht. Aber das Leben habe ich schon gebraucht. So, Schreiben. Befehle. Ich habe diese Schreiben von Dexter abgenommen. Dexter, du Mistkerl. Als ich noch Erzbaron war, warst du nicht so unzuverlässig. Wenn du es nicht schaffst, noch mehr Bürger aus der Stadt zu entführen und zu mir zu entsenden, dann werden wir bald handfeste Probleme mit den Jungs in unserem Versteck haben. Ich brauche hier mehr Sklaven, sonst startet die Jungs hier noch eine Revolte. Und was das heißt, muss ich dir nicht sagen, oder? Ich stehe kurz davor, in den Tempel hinein zu gelangen. Ich kann mir Störungen dieser Art nicht leisten. Und noch ein Problem. Auf kurz oder lang müssen wir einen Weg über die hohen Berge im Nordosten von Korinnes finden. Die Piraten machen die Überfahrt sicher nicht mehr lange mit, wenn wir sie nicht mehr dafür bezahlen. Raven. Degen. Ich will den Degen haben. Aber wie ist das die ganze Zeit so direkt wegspringt? Nichts zu holen. So, das habe ich schon geplündert. Tja, Raven, da hast du jetzt ein Problem. Deine Banditen hier. Da ist nichts zu holen. Sind nicht mehr bereit. Ach, ich fällt gerade ein. Ich hatte doch hier so ein Bier. Das habe ich nachgeguckt. Das kann man nehmen. Das bringt nämlich einen Stärke oder irgendwie sowas. Nichts. Also gibt auf jeden Fall einen Bonus, keine weitere Quest. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts dachte, das zu muss man irgendjemandem besonderes geben, der wie ein tolles Bier haben will oder so. Da ist nichts zu holen. So. Wo ist der Greg? Dexter hatte nur diesen Brief bei sich. Zeig mir das Ding mal. Ach verdammt, das hilft mir nicht weiter. Wir hätten den Kerl nicht einfach verrecken lassen dürfen. Du weißt nicht zufällig, wie man über die Berge im Nordosten von Korinnes kommt. Vielleicht durch einen unterirdischen Tunnel. Die Wassermagier studieren gerade ein Portal, das in die Berge im Nordosten führt. Was denn das für ein Blödsinn? Puh, Wassermagier. Hast du keinen besseren Plan? Nein. Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine letzte Hoffnung. Was wolltest du von Dexter? Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin. Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen.